willkommen. Wir haben eine weitere Übung für euch vorbereitet zum Desensibilisieren des Pferdes. Und zwar, wir streicheln das Pferd mit verschiedenen Materialien. Wir begannen mit den Händen, mit dem Seil und jetzt wollen wir mit dem Stick streicheln. Dazu nehme ich aber das Seilchen ab. Das brauchen wir im Augenblick nicht. Und versuche oder werde das Pferd an allen Körperstellen mit dem Stick berühren und streicheln. Da ist es notwendig, dass das zugelassen wird. Der Stick bedeutet eigentlich nur die Verlängerung der eigenen Hand oder des eigenen Armes. Und das soll ein Gefühl für das Pferd sein, dass es akzeptiert und dass es freiwillig toleriert. Jedes Material, das verwendet wird, sollte das Pferd auch mit beiden Augen gesehen haben. Also wir würden ihm jetzt einmal den Stick zeigen und streicheln. Jetzt wechsle ich die Hand, ich bin an seiner rechten Seite und streichle einmal den Rücken. Das sind wir gewohnt von Auflegen des Sattels. Das ist an und für sich eine bereits desensibilisierte Stelle. Das akzeptiert er sehr gut. Der Blick ist nicht ganz bei mir und die Aufmerksamkeit, die holen wir uns so. Und streicheln. Wir streicheln die Beine hinunter, auch das soll akzeptiert werden. Die Entspanntheit vom Pferd ist da, er schaut sich zwar ein bisschen um, aber er bleibt ruhig stehen und das ist genau das, was wir wollen. Ich streichle über die Gruppe. Das Seil sollte immer durchhängen, also wir wollen keinen Druck erzeugen, indem wir retour gehen und das Seil spannt sich an, weil das Pferd soll ruhig stehen bleiben. Und das Streicheln mit anderen Materialien und mit dem Stick soll Entspannung für das Pferd sein und Akzeptanz. Wir streicheln den Bauch. Das könnte unter Umständen vielleicht nicht so gerne akzeptiert werden. Wenn das der Fall ist, dann arbeiten wir mit Annäherung und Rückzug. Dann gehen wir wieder zurück zu einer anderen Stelle, die das Pferd akzeptiert hat, vielleicht die Seite, und arbeiten uns dann schön langsam zu dem Bereich, den das Pferd nicht akzeptiert hat. Unter anderem auch die Geschlechtsteile. Da brauchen wir ja auch vom Tierarzt hin und wieder Untersuchungen oder die Möglichkeit, dass sie sich eben brav angreifen lassen. Und genau das erarbeiten wir uns damit. Wichtig ist zum Beispiel auch die Arbeit mit dem Stick, wenn es Stellen bei euren Pferden gibt, wo sie sich nicht gerne berühren lassen. Es gibt Situationen, oder wenn man gerade damit anfängt, zum Beispiel der Schlauch, an dem sich Pferde zum Beispiel nicht gerne berühren lassen, dann könnte man, um einfach die Sicherheit, die gehört ganz groß unterstrichen, um die Sicherheit zu haben, ohne dass man jetzt zu nahe zu dem Pferd geht, mit der Hand berührt und streichelt, könnte man mit dem Stick berühren. Man könnte sich auch einen Handschuh auf den Stick vorne drauf tun und könnte dann von der Entfernung diese Bereiche, die die Pferde nicht akzeptieren, wie Schlauch oder After vielleicht, die dann mit dem Stick berühren, sodass man später das Ganze mit der Hand auch berühren kann und die Akzeptanz da ist. So, wir sind jetzt bei den Hinterbeinen. Auch die ist ja eine Hufschmiedgeschichte. Auch da muss das Pferd brav und gelassen stehen bleiben. Wir wollen die Seite wechseln. Wie machen wir das? Wir wechseln unsere Seilhand. Ich greife mit dem Stick oder mit der Hand auf die Außenseite des Mauls des Pferdes und hole mir sein Genick und wechsle die Seite. So. Gehe dann auf die zweite Seite und streichle ihn an denselben Körperregionen. So, der Stick soll ja was Gutes sein und das Pferd soll gewöhnt werden. Auch das Streicheln am Kopf mit dem Stick, das Berühren bei den Ohren. Ja, so ist gut. Über die Nase, sehr gut. Und die Seite. Gut, wie gesagt, Annäherung, Rückzug. Wir haben jetzt in dem Fall nicht wirklich gesehen, dass das Pferd eine Stelle nicht akzeptiert. Sollte das der Fall sein, gehen wir zur akzeptierten Stelle
die zuvor akzeptiert wurde, zurück und versuchen das Ganze entspannt nochmal. Nach und nach werden wir dann sehen, dass das Pferd alle Stellen zulässt, sich zu berühren. Dann wünschen wir viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.